Salut zusammen zu Tony TV. Ich gehe wieder mal auf den Coaster, Vulcano. Und wir bewerten am Schluss wieder von 0 bis 10. Und dann würde ich sagen, let's go. Schauen wir uns das Ganze doch gerade mal an. Noch ein wenig Hip-Hop überall. Aber wir schauen jetzt das erste Mal an. Da geht es erst mal weit, weit rauf. Ich würde sagen, da tue ich ein bisschen spulen. Weil ich glaube, ihr werdet auch nicht sehen, wie jetzt da 5 Jahre da oben geht. Wow. Riesenvulkan. Es wird immer schneller. Da kommen wir mal ein Looping rein. Das wird noch eine längere Fahrt. Aber es fehlt mir einfach irgendwie eine Dekoration und irgendetwas, also, ja, ein paar Häuser, ein paar Flüsse, ein paar Sachen. Ein bisschen Leben fehlt mir da drinnen. Ganz schöne langsame Dreieck. Die ist sehr gut gewesen. Schöne Schienenführung hat er auch, aber ja, einfach liegen langweilig die Bahn, weil man auf keine Dekoration und auf nichts geschaut hat. Finde ich schade. Aber ansonsten wäre sie eigentlich schon mega geil. Da nochmal ein Looping. Und gerade nochmal ein.
Und gerade nochmal ein. Da wird es ja noch schlecht. Da laufen alle Leute rein. Und jetzt geht es aber gerade wieder retour zum Anfang. Ja, dieser Bahn kann ich leider nicht viel Punkte geben. Ich gebe 4 Punkte von 10, weil eben es ist ganz langweilig hingeklopft worden, gar keine Dekorationen und so. Man hätte da überall noch viel können hinbauen, vor allem mit Feuer. Und aber ansonsten habe ich 4 Punkte gegeben wegen der guten Schienenführung. Und hat schon ein paar Stellen gehabt vom Coaster selber, wo gut gewesen sind. Dann würde ich sagen, wäre es das gewesen. Bis zum nächsten Video. Running in the middle, just you.